Vertreterin von Klimaaktivistinnen mit unterschiedlichem Hintergrund, die aus Frustration, dass in der Klimapolitik nichts weitergeht, eine Demo eskalieren lassen. Yeah, and as the title would suggest, anger was a big motivation for Raphael Taylor to write his novel Food. And FFV's Simon Benavid asked him why the climate movement should take better use of anger. Ich habe als Reporter auch über die Wieder geschrieben, diese rechtspolitische Bewegung aus Deutschland. Und wenn man zu den Demos gegangen ist, hat man gespürt, diesen Menschen geht es alles. Diese Menschen haben Anliegen, das werden die verfolgen, das lässt sich nicht so weit ignorieren, weil die sehr wütend waren, sehr Ausdruck waren, sehr gut. Und ich teile deren Ziele zu keinem Prozent. Aber das hatte was, die Kraft von Wut. Und die Klimabewegung ist sehr beherrscht. Im Fall bauen sie